An das Publikum. O hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm? Wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht. Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein, aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein, aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen, aus Bangigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja, dann. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen? Bist also nur ein Grießbreifresser? Ja, dann verdienst du es nicht besser.